Hallo, willkommen hier bei Der Gartenbahner, die Serie. Das haben wir heute geholt von einem anderen Gartenbahner. Eigentlich wollten wir nur seine Anlage begutachten und er hat ganz spontanerweise gesagt, hey Jungs, was haltet ihr von diesem Schild? Das haben wir als freundschaftliche Geste von ihm bekommen und das montieren wir jetzt hier an diesen Zaun. Und wie wir das gemacht haben, das seht ihr jetzt. Und als weiteres Highlight oder Dankeschön oder als Ehre für unsere Arbeit, dieses Schild lag 25 Jahre bei ihm auf dem Dachboden und es ist für uns eine sehr große Freude, dass er uns dieses Schild übergeben hat. Vielen herzlichen Dank an Dietmar. Doch bevor wir dieses Schild hier an unserem Zaun ranmontieren, schauen wir uns seine Anlage mal im Detail an. Und das haben wir jetzt spontanerweise erhalten bekommen. Das ist die eine Hälfte und hier unten auf dem Rasen ist die andere. Schwarzenberger Haltepunkt. Und nun liegt es unten auf dem Rasen. Das machen wir jetzt noch sauber und packen es ins Auto. Der erste Verhüterli ist drauf, jetzt kommt der zweite. Das zweite. Ja, das erste ist ja schon drin und das zweite schaffen wir jetzt auch noch. So, alles ist drin. Nun sind wir wieder hier und jetzt holen wir das Schild aus unserem Auto raus. Jetzt messen wir das Schild mal aus, wie lang das überhaupt ist, damit wir den besten Standpunkt für dieses Schild finden. Aber zuerst müssen mal ein paar Schnecken beseitigt werden.
Das war zu eklig mit der Hand anzufassen. So. Also 2 Meter auf den Schild lang. 1,96 Meter. Den 6 Mensch. Den 6 Mensch. Also 2 mal fast 4 Meter. So stellen wir uns das dann vor. Das soll hier an diesen Zaun ran, so auf halber Höhe. Und das befestigen wir jetzt. Probegehangen haben wir, jetzt kommt das Schild an den Zaun ran. Wir haben das Schild jetzt hier aufgehangen, auch erstmal mit Kabeln. Wir werden das hier in der Mitte noch fest verschrauben, verbinden, aber wir wollten natürlich, dass das Schild so schnell wie möglich hier hängt. Und ich bin der Meinung, das sieht doch cool aus. Nimmt auf alle Fälle eine schöne Fläche ein. Ja, das sieht, gibt schon was her. Und gleich kommt auch noch einmal Dietmar zur Begutachtung hierher, zur Abnahme seines Schildes. Von ihm haben wir ja dieses bekommen und ich bin gespannt, wie er das so findet. Wie ihr seht, fangen wir jetzt auch so langsam an, den Garten mit originalen Eisenbahnschildern zu versehen. Und wir haben auch schon eine andere Stelle oder eine neue Stelle uns auserkoren. Wir suchen nämlich genau hier hinten, in dieser kleinen Ecke, ein weiteres Schild und uns schwebt da ein Bahnsignal vor. Am besten halt wirklich mit einem kleinen Mast, da muss er nicht Originalhöhe sein, aber einen kleinen Mast, wo dann hier oben dann das Bahnsignal am besten mit 2 Lichtern ist. Wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr wisst, wo wir sowas herbekommen für guten Taler, dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Und Dietmar kommt nicht nur wegen seinem Schild, was er begutachtet, sondern auch wegen dem hier. Das ist seine Lore und wir haben diese für ihn digitalisiert und auch mit Licht ausgestattet. Die kleine Tresine von LGB hat vorn und hinten einen Scheinwerfer bekommen. Einmal warmweiß und hinten rot. Und weiterhin haben wir eine Rundumleuchte eingebaut. Zuschaltbar mit der Funktionstaste Nummer 2. Halt.
So sieht die Lore von unten aus. Ganz viel Gewichte. Die Batterie für die Rundumleuchte. Und in dem Getriebekasten ist der Decoder und ein Pufferspeicher enthalten. Und so sieht sie tagsüber aus. Aber um das Licht richtig zur Wirkung kommen zu lassen, seht ihr nun ein paar Nachtaufnahmen. Und ihr seht es hier, der Decoder hat immer noch Strom durch den Pufferspeicher, das Licht leuchtet noch und die Rundumleuchte leuchtet auch noch, weil das intern verbaute Relais durch den Decoder noch mit Strom beaufschlagt wird. Sieht man, das ist es, wir haben was platziert. Und das war es auch schon wieder heute mit dieser Folge mit unserem neuen Schild. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.